Die Kreuzberger Kinderstiftung ist eine private Stiftung, die sich ein Mensch zu eigen gemacht hat, zu sagen, ich will etwas dafür tun, dass es benachteiligten Kindern und jungen Menschen besser geht in diesem Land. Und dazu hat er eine Stiftung gegründet mit seinem privaten Geld und hat diese aber auch in einer Gemeinnützigkeit verankert. Sprich, wir haben dort einen sogenannten Aufsichtsrat. Das heißt, die Mitglieder der Stiftung können mitbestimmen, was wie dort gemacht wird. Und das Haupt, der Beginn der Stiftung war zu sagen, ja, also die Welt zu entdecken ist die Sprache, aber es ist natürlich auch hinauszugehen in die Welt. Und im gymnasialen Bereich ist das gang und gäbe, dass nach der 10. Klasse ein Austauschjahr gemacht wird und viele, viele Kinder aus den Bildungsschichten, wie man so sagt, machen das auch und kommen zurück mit vielen neuen Erlebnissen. Aber im Bereich früher Hauptschule und Realschule, heute Sekundarstufe, Schule hier in Berlin, ist es überhaupt nicht üblich. Und dort zu sagen, wir wollen es diesen Kindern aus Familien, die eben nicht, sowohl nicht so begütert sind, also sich das nicht leisten können, aber eben auch gar nicht auf die Idee kommen, dass das was Gutes sein könnte, dass wir dort Kinder und junge Menschen fördern. Das war der Anfang und das hat sich dann verbreitert in viele andere Projekte, dass man auch Kinder aus der Jugendhilfe, die in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe aufgewachsen sind, auch dort ihnen ein solches Austauschjahr ermöglicht. Und es hat sich erweitert, dass man dann in der Frage, wenn Menschen oder junge Menschen über den zweiten Bildungsweg kommen, dort auch über das Projekt Rückenwind dort eine Unterstützung gibt und sie sozusagen ja, ihnen ermöglicht, dass sie sowohl finanziell wie auch mental, also über Menschen, die zur Verfügung stehen und Mut machen, dass sie darüber gefördert wird und gute Abschlüsse bekommen. Das ist die Kreuzberger Kinderstiftung und das mache ich jetzt sozusagen ehrenamtlich und habe mir eben auch nach meinem Ruhestand ein Betätigungsfeld gesucht und das war natürlich wunderbar und passte auch zu dem, was ich vorher gemacht habe. Es werden sozusagen immer mehr. Das hat natürlich klein angefangen in Berlin selber, aber inzwischen ist es eben auch in die, nach Brandenburg, in die ostdeutschen Bundesländer und auch die gesamte Republik. Also es ist nicht so, dass sich nur Berliner oder nur Kreuzberger, weil es ja Kreuzberger Kinderstiftung heißt, bewerben könnten. Nein, also es können sich alle bewerben und natürlich haben wir nur begrenzte Mittel, wie überall. Aber die Frage von Motivation ist natürlich schon eine, die entscheidend ist, damit gefördert werden kann, weil es muss beides zusammenkommen. Es muss eine eigene, ein eigenes Wollen sein und dann auch zu sagen, es wird vom Elternhaus dann auch getragen und unterstützt, dass man ins Ausland geht und solche Dinge tut.